hätte eine Frage, auch zum Thema jetzt Degrowth. Ich glaube, das spielt natürlich für Sie überhaupt keine Rolle. Sie sind überhaupt nicht daran interessiert, weder nachhaltig noch sonst irgendwie zu sein, weil letztendlich, Sie wollen ja schnelle Gewinne machen. Machen wir uns nichts vor, ja. Ich glaube, dass wir als Gesamtgesellschaft vor unglaubliche Herausforderungen gestellt werden. Das können wir ja auch täglich in den Medien lesen. Und diese Krise ist vielfältig, da kommt ganz viel zusammen. Und ich glaube, deswegen ist das auch eine Zerreißprobe für unsere Gesellschaft. Und ich hoffe, dass wir da zusammenhalten. Hallo, schönen guten Abend. 10% Inflation, eine Rezession im neuen Jahr, unsichere Zeiten. Unser Geld steckt in der Krise. Viele Menschen plagen Zukunftsängste. Und deshalb wollen wir heute etwas tun, das unsere Generation eigentlich vermeidet. Wir sprechen übers Geld. Und wir versuchen Deutschland heute wirtschaftlich den Puls zu fühlen. Und zwar mit Christian Miele, dem Präsidenten des Bundesverbands Deutsche Startups. Mit ihm sprechen wir über die Frage, ob es neue Anlagetechniken in der Krise gibt, wie die Situation in der Gründerszene eigentlich aussieht und wie er die wirtschaftliche Lage in der Zukunft überhaupt einschätzt. Das alles hier im Atrium der FAZ, wieder in Berlin. Ich würde sagen, auf in die Höhle des Löwen. Let's go! Ich bin überhaupt kein Freund davon zu sagen, lass uns versuchen, das Silicon Valley zu kopieren und möglichst viele Klone von Elon Musk hier in Deutschland großzuziehen. Ich bin vielmehr der Meinung, wir müssen einen ganz eigenen europäischen, wir müssen einen ganz eigenen deutschen Weg gehen und unsere eigene Identität in der Startup-Gründung und auch in der Startup-Finanzierung und auch in der Gesamtfinanzierung unserer Wirtschaft gehen. Und auch in meiner Branche und auch in meinem Job als Venture Capital Investor geht es natürlich auch primär darum, Geld zu verdienen. Investoren vertrauen mir und vertrauen meinem Team diese 4 Milliarden Euro an, immer mit der Erwartungshaltung, dass wir das entsprechend hochverzinst zurückbringen. Und schläfst du denn gut im Moment? Also wenn du jetzt sozusagen auf die gegenwärtige Lage schaust, hast du das Gefühl, ich bin wahnsinnig motiviert, viele Gründungen zu unterstützen, viel Geld rauszugeben, oder bist du eher defensiv? Also ich schlafe immer gut, Also durch alle Großwetterlagen. Also unsere Haltung in der Partnerschaft ist, dass wir glauben, dass Zyklen in Märkten absolut natürlich sind und dazugehören. In Deutschland hat der Startup-Monitor in diesem Jahr insgesamt 1.976 Startups ausgemacht. Das sind nur knapp 0,05% aller Unternehmen in Deutschland. Im Gegensatz zu den überwiegend durch ältere Herren geführten DAX-Vorständen sind über die Hälfte der insgesamt 4.815 Gründerinnen und Gründer unter 34 Jahre alt. Doch wie gehen Unternehmer in Deutschland aktuell mit der Krise um? Unter welchem Druck stehen die jungen Gründerinnen und Gründer derzeit? Und was halten Investoren wie unser Talkgast Christian Miele von der Zukunft der Wirtschaft? Wir haben ja erfolgreiche Beispiele von erfolgreichen Unternehmen in Deutschland, auch im Startup-Bereich. Es geht ja also anscheinend trotz der Rahmenbedingungen, die ganz bestimmt besser sein könnten. Deswegen machen wir das ja auch mit dem Startup-Verband. Aber das viel größere Problem und der größere Hebel ist meines Erachtens nach die Mentalität, dass in unseren Köpfen, wie du eben selber auch gesagt hast, lieber in einem Beamtenapparat gearbeitet wird, und ich verurteile das nicht. Der Wunsch nach Sicherheit, gerade in solchen Zeiten wie heute, ist für mich absolut nachvollziehbar. Aber ist das am Ende, wenn wir wieder über Risk-Reward sprechen, die richtige Entscheidung? Darüber kann man streiten. Ja, also ich habe mich entschieden, der Krise so zu begegnen, dass ich eben nicht spare, und da das Geld schnell wertlos wird, habe ich eigentlich mich dazu entschieden, zu leben, ne, solange die Inflation hoch ist, und die Zeit zu genießen, weil das Leben ist zu kurz. Wie oft denkt ihr über Geld nach in Zeiten der Krise? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Und wenn ihr das ganze Gespräch nochmal hören wollt, dann könnt ihr das entweder bei FAZ Podcast für Deutschland tun, überall, wo es Podcasts gibt, oder auf der Website faz.net/junge-köpfe. Und das war's schon mit Junge Köpfe in diesem Jahr. Im neuen Jahr geht's weiter mit einer neuen Staffel. Wir beginnen am 24. Januar mit der Polizistin Martina Hackenbruch und freuen uns auf euch. Tschüss! Könnt ihr sowohl als Podcast für Deutschland, überall, wo es Podcasts gibt, das ist immer so ein bisschen so, Mediamarkt.